Heute möchte ich euch die Picomic 180 vorstellen. Die Picomic 180 gibt es in zwei Varianten, als Synergic und als Pulsvariante. Neben den normalen Max-Schweißen können wir mit der Maschine sogar Wick Lift Arc und E-Hand schweißen, indem wir die passenden Jobs auf der Innenseite der Maschine auswählen. Wir haben in der Picomic 180 nicht nur Kennlinien zum Verschweißen von normalem Stahl, Chromnickel oder Aluminium, sondern wir haben auch eine spezielle Kennlinie zum Verschweißen von selbststützenden Fülldrähten. Auf der Vorderseite befindet sich die Steuerung. Die Steuerung ist mit drei Displays versehen, auf denen wir uns im linken Display die Amperezahl anzeigen lassen können, die Blechdicke oder den Drahtvorschub. Im rechten Display kriegen wir die Voltzahl angezeigt und im unteren Display die aktuelle Jobnummer. Im unteren Teil können wir die Maschine verstellen von 2 auf 4 Takt oder für den Punktmodus oder Intervallschweißen. Auf der rechten Seite können wir die Dynamik verstellen, die Gasnachströmzeit und die Schweißzeit bzw. Pausenzeit für das Intervallschweißen oder Punktschweißen. Falls man eine Maschine mit Puls hat, kann man auf der rechten Seite noch die Pulsfunktion anwählen. Im oberen Bereich wird uns die Polarität des Brenners angezeigt, die wir ganz einfach mit dem Polwendekabel verstellen können. Als optionales Zubehör für die Picomic 180 bieten wir einen Max-Schweißbrenner, zum Beispiel den MT221G, einen Wick-Brenner mit Eurozentralanschluss, die Werkstückleitung und den Schweißzusatz. Das war die Kurzvorstellung der Picomic 180, die perfekte Maschine für den Kfz-Bereich oder den Hobbyschweißer.